Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es wurde heute schon mehrmals darauf hingewiesen, noch immer werden Menschen bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt, in öffentlichen Institutionen wegen ihrer Herkunft und sehr oft wegen ihrer vermeintlichen Herkunft, ihres so fremdklingenden Namens oder auch wegen ihrer Hautfarbe bzw. Aussehens diskriminiert. Das ist die bittere Realität in unserer Gesellschaft, und nicht wenige von uns in diesen Reihen haben diese bittere Erfahrung auch selber persönlich machen müssen. Und dies dürfen wir und wollen wir eben nicht hinnehmen. Gegen diese Ausgrenzung müssen wir mit Konzepten und Maßnahmen entschieden vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein geeignetes Instrument dafür ist das anonymisierte Bewerbungsverfahren. Und ja, und hier geht es nicht darum, wie Staatssekretärin Güler tatsächlich behauptete, dass Menschen ihre Herkunft leugnen oder verstecken müssen. Nein, vielmehr ist es ein Instrument zur Überwindung von Diskriminierung und zur Herstellung von Chancengleichheit. Anonymisierte Bewerbungsverfahren dienen dazu, zumindest den ersten Schritt eines Bewerbungsverfahrens für die Bewerberinnen und Bewerber diskriminierungsfrei zu gestalten, sodass nicht der Name, die Nationalität, das Geschlecht oder das Aussehen eine Einladung zum Vorstellungsgespräch verhindern. Das in den Jahren 2011 und 2012 durchgeführte Pilotprojekt in der Landesverwaltung hat gezeigt, dass anonymisierte Bewerbungsverfahren gut realisierbar sind und den Anspruch, im Rahmen der besten Auslese qualifiziertes Personal einzustellen, durchaus erfüllen. Der Anteil der Einstellungen, nämlich 20,8% von Menschen Migrationshintergrund, kam dem Bevölkerungsanteil, damals waren es 22,8% im Jahre 2011, sehr nah, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Anschluss an das Pilotprojekt wurde das anonymisierte Bewerbungsverfahren in 9 von 12 Ressorts in ausgewählten Bereichen, dort, wo eine Standardisierung der Verfahren besonders gut möglich ist, zum Beispiel bei der Einstellung von Auszubildenden, eingesetzt. Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist auch in dieser Zeit, also von 2011 bis 2015, von 12,1 auf 13,4% gestiegen. Ob das nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, kausal auf die anonymisierten Bewerbungsverfahren zurückzuführen ist, lässt sich tatsächlich nicht mit Sicherheit sagen. Ja, was sich allerdings mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass das anonymisierte Bewerbungsverfahren einen intensiven Dialog, eine intensive Debatte angestoßen hat und zur Sensibilisierung in der Personalverantwortlichen, bei den Personalverantwortlichen beigetragen hat. Und deshalb ist ein solches Verfahren mit einer so wichtigen Signalwirkung, und das sogar inzwischen von einigen Großunternehmen eingesetzt wird, als einfach so mal als Murks zu bezeichnen, ja, um es mal milde zu sagen, das zeugt nicht gerade von der erforderlichen Sensibilität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wird dem berechtigten Anspruch vieler, vieler Menschen in unserem Land nicht gerecht, endlich einen Anspruch auf Gleichbehandlung zu haben. Dass dieses Verfahren kein Allheilmittel gegen Diskriminierung ist, das ist auch uns bewusst. Wir Grüne sind der Überzeugung, dass es bei bestimmten Stellenprofilen sinnvoll ist, das anonymisierte Bewerbungsverfahren durchzuführen. Es muss eingebettet sein in einen Gesamtkontext der interkulturellen Öffnung und nachhaltigen und breit angelegten Antidiskriminierungsarbeit. Daher müssen wir uns auch darum bemühen, Migrationsbezüge als Kompetenz zu verstehen und nicht als Defizit. Das kann gelingen, wenn sprachlichen Fähigkeiten, interkulturellen Kompetenzen und Auslandserfahrungen bei Bewerbungen und Auswahlverfahren größere Bedeutung zugemessen wird und nicht dem Namen oder der vermeintlichen Herkunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kann gelingen, wenn der Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsmarkt gestärkt, ausgebaut und durch effektive Mittel gewährleistet wird. Und das kann gelingen, wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unsere Gesellschaft endlich als eine Einwanderungsgesellschaft, als eine Gesellschaft der Vielfalt und Transnationalität vollständig anerkennen und nationale Denkmuster überwinden.
Umso unverständlicher ist es, dass nun Staatssekretärin Güller als ihre erste Amtshandlung ausgerechnet dieses eine Element als Murks bezeichnet und ohne weitere Auswertung abschaffen will. Das wirft auf jeden Fall die Frage auf, wie die Regierung denn nun die von Frau Güller versprochenen besseren Bedingungen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Arbeitswelt überhaupt erreichen will. Denn die gleichberechtigte Teilhabe von Repräsentation aller in den öffentlichen Institutionen ist und bleibt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unerlässlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist die ersatzlose Streichung der anonymisierten Bewerbungsverfahren aus unserer Sicht das völlig falsche Signal an unsere sich stetig wandelnde und immer vielfältiger werdende Gesellschaft. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, um es mal mit den Worten der Staatssekretärin auszudrücken, nicht nur Murks, sondern Obermurks.